Wenn ich mich so zurückerinnere, 1986 hatten wir das erste Mal die Möglichkeit, einen Weltcup auszuführen. Und innerhalb 5 Tage hat Doblach sich bereitgestellt, diese Veranstaltung durchzuziehen. Damals gab es noch diese Zweiteilung Frauen und Männer. Und wir hatten das Glück, die Frauen zu haben. Und das war der erste Sprung überhaupt, dass wir im internationalen Geschehen eingetragen wurden. Was ich mich am meisten erinnere, ist unsere große Königin, darf ich fast sagen, die den ersten Weltcup in Doblach gewonnen hat. Das war 1993, die Manuela Di Cinta. Sie hat kein Rennen gewonnen, aber in Doblach hat sie gewonnen. Das war dann immer mein Ziel, weiterhin internationale Veranstaltungen durchzuziehen. Wobei uns die Fachleute immer gesagt haben, ihr müsst was Anständiges bauen. Das heißt, es muss einfach internationalen Charakter haben. Und so war das mein Traum, der dann im Jahre 2009 in Erfüllung ging. Doblach ist ja sehr bekannt mit seinen 100 Kilometer Langlaufloipen, die auch schon Jahre, Jahrzehnte von uns, von unserer Gemeinschaft, Gemeinde, Tourismusverein und Skiclub geführt und gedacht worden ist. Und das ist die große Entwicklung, die große Zukunft. Langlauf ist immer und bleibt, hoffe ich, dass es ein Sport, wo man wirklich in ein Gelände gehen muss und die Natur genießen, dass man das nicht in eine Halle kommen, dass man wirklich in der Natur und das schöne Erlebnis mit wirklich physischer Anstrengung. Aber hier hat sich viel geändert. Man hat jetzt eine moderne Anlage mit Rollerpiste im Sommer, eine super Winterarena mit alles. Facilitäten, was man braucht, für einen Weltcup zu arrangieren. Und das hat sich sehr viel geändert. Für einen Weltcup arbeiten wir mit klassischen Orten. Orte, wie man kommt zurück, fast jedes Jahr oder jedes zweite Jahr mindestens. Mit guten Organisatoren, die so wie hier in Doblach eine permanente Ausrüstung hast für Fernsehkommentare, für Medien, alles permanent, keine Neuaufbau und neue Leute einbringen jedes Jahr. Also Erfahrungen ist eine Keyword. Also mittlerweile haben wir nicht nur auf den Winter gedacht, sondern auch auf den Sommer gedacht. Also Doblach ist wahrscheinlich eines der wenigsten Ortschaften, die alles bieten. Wir haben Kunsteis, wir haben jetzt die Nordic Arena mit Kletterhalle, Skirollerbahn mit 4,5 Kilometer Skistand. Also hier kann sich praktisch jeder irgendwie wohlfühlen, aber wenn er als Sportler kommt, hat er und kann er sich voll ausüben. Ich bin sehr, sehr imponiert von dieser schönen Anlage und was sie für den Langlaufsport hier in Doblach investiert hat. Und diese klassische Strecke in Tour de Ski zwischen Cortina und Doblach ist schon nach 2 Jahren wirklich eine Brand geworden. So, ich bin sehr, sehr imponiert und es ist gut für den Langlaufsport. Für uns Sportler ist es auch sehr wichtig, dass man auch Möglichkeit gut zum Trainieren. Und das sieht man auch in Norwegen. Das ist gute Anlagen für Winter, Weltcup-Arenen, aber Trainingsbedingung ist nicht optimal. Toblach hat das verstanden und hat das
eigentlich ein perfekter Trainingsort auch für Sommer und im Winter. Und das ist selten zu sehen, dass man richtig gut trainieren kann auf den Skiroller und auf der Umgebung von, ja, von Laufen, Fahrrad, alles. Also du hast eine komplette Arena und das ist sehr gut für die Ausdauersportler. Hier könnte alle trainieren, hier könnte alle auch verschiedene Wettkämpfe machen. Man hat eine sehr anspruchsvolle Weltcup-Strecke, aber man könnte Abkürzungen machen, die gut für die Jugend ist und auch für die, also für die Touristen. Wenn man nachdenkt, dass über 300-400 Menschen, Bürger von Toblach und Umgebung diese Veranstaltung tragen, mitorganisieren, mitdenken, und das ist, glaube ich, das Wichtigste an diesem Geschehen, dass es nicht nur an Geld liegt, sondern mehr an der Freude, Sport zu betreiben und Sport mitzuorganisieren. Auch weil wir diese Sportart lieben.